Wir haben heute vorläufig das letzte Mal Sonnenlicht. Wir sind im Moment am 9. Oktober und heute geht das letzte Mal die Sonne über dem Horizont auf. Wenn wir da hinten nicht Wolken hätten, würden wir noch einen kleinen roten Kreis da hinten sehen, der etwas über dem Horizont leuchtet, aber auch nicht wirklich warm ist. Und es ist notwendig, dass wir ein bisschen Sonnenlicht haben, damit wir überhaupt die ganzen Geräte hier aufbauen können, denn bei Dunkelheit darf man überhaupt nicht großartig auf das Eis rauf, das sieht man fast nichts mehr. Es ist für einen Mitteleuropäer relativ schwer vorzustellen, dass es plötzlich so dunkel ist. Das heißt, was heute passiert ist, die Sonne guckt kurz über den Horizont und geht danach wieder runter. Wir haben insgesamt vielleicht 2 Stunden, in denen sie kurz rausguckt. Was morgen passieren wird, ist, dass sie unter dem Horizont lang schrammt und gar nicht mehr drüber kommt. Wir werden ein bisschen Dämmerung haben, aber kein wirkliches Sonnenlicht. Und um das Ganze ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich ein Modell mitgebracht. Wir haben hier die Erde, oben drauf der Nordpol und der kleine Kreis drumherum ist der 85. Breitengrad. Das ist die Höhe, auf der wir uns im Moment gerade befinden. Wenn wir die Erde jetzt um ihre 23,5 Grad gegenüber der Sonne neigen, dann sehen wir, der Nordpol ist komplett beleuchtet. Wir würden uns jetzt also direkt mitten im Sommer befinden und am Nordpol wäre den ganzen Tag über Licht, wenn sich die Erde dreht. Jetzt bewegen wir uns mal ein Stückchen weiter. Dann sind wir an der Stelle, wo der Nordpol genau an der Grenze zwischen Licht und Schatten ist. Das findet am 21. September statt, das ist genau der Herbstanfang. An dem Tag geht direkt am Nordpol zum allerletzten Mal die Sonne auf und danach wird es dort dunkel. Und wir sehen, der 85. Breitengrad ist noch ein bisschen im Licht. Jetzt drehen wir den noch ein Stückchen weiter. Und jetzt sind wir an dem heutigen Tag angekommen, 9. Oktober. Und da sehen wir, alles, was sich auf dieser schwarzen Linie befindet, kriegt gerade so noch ein klein wenig von dem Licht ab. Und morgen wird sich die Erde ein klein wenig weiter gedreht haben. Und es wird dann so passieren, dass dieser komplette Strich nicht mehr von der Sonne beschienen wird. Das heißt, ab morgen geht hier keine Sonne mehr auf. Wir haben noch ein bisschen Dämmerung, aber es wird dann dramatisch schnell nur noch dunkel.